Der Film handelt eigentlich von einer Story, die eigentlich jeder Musiker träumt, beziehungsweise die, wo jeder Musiker denkt so, ach ja, das, deswegen habe ich angefangen. Das ist eigentlich so der Wunsch, sein Leben zu verändern, für seinen Traum zu leben, Menschen zu überzeugen, um dann wirklich seinen Traum zu erreichen, auf der Bühne zu stehen und endlich mal Lob für das zu bekommen, was man eigentlich kann. Ich bin Yay, Sunshine Barry. Genau, ich darf diesem netten kleinen Würmchenkollegen hier meine Stimme verleihen. Das ist eigentlich der Kollege, der das Ganze ins Rollen bringt, der eigentlich in der Verkompostierungsbranche untergehen soll, laut seiner Mutter. Aber sagt, ich will Musik machen und eigentlich so die Gene seines Vaters entdeckt und dann ein Disco-Star wird. Also die Rolle, es ist ja immer so, wenn so ein Angebot kommt, ja, dann denkt man schon so, ach ja, soll ich sowas machen? Kann ich das überhaupt machen? Bin ich da überhaupt für geeignet und so weiter? Und hat sich jetzt auch wieder rausgestellt, so, Synchronisation ist eigentlich wirklich ein eigener Job und warum müssen die Promis immer ihre Stimmen geben, ja? Wo es doch eigentlich so Leute gelernt haben. Und dann habe ich auch festgestellt, abgesehen von den Haaren, habe ich mit diesem Kollegen doch einiges gemeinsam. Ich glaube ich auch ans Gute. Bei mir war es eigentlich ein bisschen früher als bei Sunshine Barry, dass ich gesagt habe, ich möchte Musik machen. So, das war eigentlich also jetzt mit dem Gesang. Cello spiele ich, seitdem ich 6 Jahre bin, Klavier, Gitarre, seitdem ich 13 und 14 bin. Aber angefangen zu singen habe ich eigentlich erst so mit 16. Und da war es dann eigentlich auch klar. Ja, ich hatte eigentlich nie eine Alternative. So wie er. Also mein Bezug zu Disco ist, ich gehe gerne in die Disco, ich gehe auch gerne in die Disse, ich mag es auch gerne laut und vor allem halt laute Musik, weil es halt richtig rumst, finde ich super. Auf der anderen Seite so wirklich Disco-Music, die Zeit so, da bin ich eigentlich ja ein bisschen zu jung für. Also das ist ja schon fast ein Revival so jetzt auch durch den Film, der da aufkommt. Man merkt auch immer wieder in der Musik, dass diese Sounds jetzt wieder kommen und so weiter, weil es halt einfach wumst und die Leute anspricht und das ist schon ganz geil. Klar, ich meine, wer wäre da nicht gerne irgendwie bei Motown dabei gewesen und richtig abgehen, yeah, und irgendwie Schlaghosenanzug und so in der Disco stehen, ja. Ich meine, das war bestimmt eine gute Zeit irgendwie. Ja, haartechnisch hätte es bei mir nicht ganz so ausgereicht, aber ansonsten wäre es bestimmt witzig gewesen. Also Sunshine Barry sollte auf jeden Fall die großen Sommerfestivaltouren mitnehmen jetzt hier im Sommer, ne? Und im Winter gibt es ja auch viele schöne Konzerte, auch in Ischgl, in Österreich, in der Schweiz und so weiter kann man toll auftreten mit super Schnee-Disco-Hits, stimmt's? Ja, ist klar. Und ansonsten diese Riesenveranstaltungen, na klar, Rock am Ring, ich glaube, da ist Barry auch genau richtig. Machen wir ihm die Haare noch ein bisschen hoch und dann geht es schon. Also ich glaube, außerdem ist er so dünn und klein und kommt überall rein, also... Ich glaube, er hat gute Chancen, auf der ganzen Welt erfolgreich zu sein, nicht wahr, Herr Kollege? Ich glaube, Sunshine Barry hat eine Riesenkarriere vor sich. Ice Age war gestern, ja. Tony Dean wird ihn auch nicht aufhalten können. Ich glaube, das Gute ist ja, er hat jetzt bei all seinen Regenwürmern gewonnen, ne? Im ganzen Regenwurmdorf ist er jetzt der King. Er durfte machen, was er wollte. Seine Mama findet es toll. Sein Vater hat sein Erbe weitergegeben und jetzt ist er dabei, die Welt zu erobern.